Charlie! Charlie! Ich habe heute Charlie Feynman getroffen. Tatsächlich. Hey, Charlie, ich bin's, Alan. Kennen wir uns? Wer ist Charlie Feynman, Daddy? Er war mein Mitbewohner auf dem College, hab ihn ewig nicht gesehen. Wir haben mal zusammen gewohnt? Ja, du hast fast immer nackt geschlafen. Und du bist Schlafwandler, das waren die zwei schlimmsten Jahre meines Lebens. Er hat seine gesamte Familie verloren. Seine Familie war in einem der World Trade Center Flugzeuge? Er hat sich selbst verloren. Charlie Feynman, möchtest du Dr. Johnson? Hatten Sie bei ihm einen Termin? Oh, wir sind befreundet. Wir haben zusammen gewohnt. Und? Gewöhnlich schlief ich nackt. Ich kann nicht Gitarre spielen, Charlie. Du bist doch kein richtiger Zahnarzt. Du ziehst den Leuten nur die Zähne. Spiel einfach. Dass du die ganze Nacht wegbleibst, ist nicht okay. Ich war in Charlies Welt. Ich konnte nicht weg. Mach schon, zieh auf die Flügel. Was gibt's, Charlie? Lass uns ausgehen. Was, jetzt? Ja, wach auf, komm schon. Du. Kriegt er die Erlaubnis? Darf er ausgehen? Mach das nicht. Frag nicht meine Frau, ob ich ausgehen darf. Ja, Mann, hast recht. Darfst du nun ausgehen? Charlie, Charlie! Viele nette Frauen hier, Charlie. Was? Du bist jetzt Single. Und nach dem, was mit deiner Familie passiert ist? Warte, warte, halt. Wer hat dich geschickt? Er mag Sie, Al. Wissen Sie auch warum? Weil Sie nichts über seine Familie wissen. Das bedeutet für ihn, Sie stellen keine Fragen. Es gibt Sachen, über die ich nicht gern nachdenke. Ich werde die hier wieder aufsetzen. Only love. Es ist offensichtlich, dass dieser Mann eine schwere Krise durchmacht. Du bist ein toller Ehemann, Alan. Du erinnerst mich an mich. Only love.